Die Krise als Chance nutzen. Wie das geht, das verrät uns Grit Halal. Die Corona-Krise hat der Wirtschaft natürlich deutlich zugesetzt. In Deutschland gab es Kurzarbeitergeld oder eben die Kurzarbeit. Dadurch wurde das ein bisschen abgefedert. Viele befürchten ja jetzt die große Insolvenz- und Entlassungswelle. Mhm. Glauben Sie zu Recht? Ja und nein. Ich glaube, durch Corona sind wir in vielen Bereichen mit der Nase sozusagen genau vors Brett gestoßen worden, wo überall ein Transformationsstau ansteht, ein Innovationsstau. Die Dinge, die wir heute, ob nur in Bildung, im Krankenhaus, in der Produktion, an Dienstleistungen erleben, sind Dinge, die schon sehr, sehr lange anstehen und nicht angegangen worden sind. Wir können jetzt sagen, Frau Halal, das stimmt so nicht, aber wenn man genauer hinschaut, ob es die Digitalisierung ist, ob es die Unternehmensnachfolge ist, ob es die ökologische Nachhaltigkeit ist, wir haben alle letztes Jahr gesehen, wow, der Himmel über Berlin war auf einmal frei. Wir sind arbeiten gegangen, weil durch den Bioladen sind wir durch die leeren Straßen von Berlin getobt und haben gesagt, oh, so sauber kann Berlin sein, Wahnsinn. Ökologische Nachhaltigkeit ist in vielen Bereichen noch nicht an erster Stelle. Mhm. Das müssen wir einfach auch so benennen, ob es die Gastronomie ist, ob es der Handel ist. Warum gibt es überhaupt Lebensmittel, die nicht ökologisch produziert sind, weil sie sind Giftstoffe da drin, die den Körper krank machen. Warum sind die preiswerter? Das verstehe ich nicht, weil die Kosten müssten ja eigentlich umgelegt werden auf diese Lebensmittel. Ob es die Verpackung ist, ob es in der Produktion, welche Häuser mit welchen, wir haben im Moment einen Mangel an an Baustoffen in Deutschland oder auch sogar europaweit, also dort auch ein Umdenken zu erreichen, zu schauen, okay, welche nachwachsenden Rohstoffe sind denn zur Verfügung? Also ob es nur Strohballen, Leben wächst nicht wirklich nach, aber ob wir solche nachhaltigen Rohstoffe verwenden können, zum Beispiel beim Bauen oder wir hatten vorhin schon das Thema Klimaschutz, Photovoltaikanlagen etc. Wir müssen nicht unbedingt die Korallenriffe in Ägypten retten. Wir haben hier genug zu tun. Wenn wir hier in Deutschland wirklich die 1,5 Grad erreichen, dann geht es auch in Ägypten besser. Und wenn wir unseren Ressourcenverbrauch hier verändern, ob es die Sharing-Ökonomie ist, ne? Wie viele haben da auch, glaube ich, den Zug verpasst, Ressourcen zu teilen. Es hat zwar die Sharing-Ökonomie, die ist ungefähr so genauso alt wie die Gemeinwohlökonomie, ist ein Bestandteil solidarischer Ökonomien oder Ökonomien, die andere Ansätze haben. Die Automobilindustrie hat es aufgegriffen. Ne? Wir können jetzt alle ein Auto scheren, aber die Idee war eigentlich, viel mehr Ressourcen zu sparen, wie wir es eben auch im Coworking erleben, dass man sagt, okay, man teilt sich die Schreibtische oder das Büro, man teilt sich die Infrastruktur. Das auch in mittelständischen Unternehmen, in der Gastronomie hineinzubekommen, zu schauen, wie viele Frei- oder kleine Freiberufler oder Kleinstunternehmen sind in Bedrohung geraten, ob es der Friseur ist, ob es der Gastronom ist, wo wir doch eigentlich auch sagen können, hey, wir können uns das Risiko auch teilen und teilhaben, also da ein Umdenken zu erreichen, aber eben natürlich auch solche Sachen wie Digitalisierung, auf einmal ging es ganz schnell, dass man per Zoom oder per Meetup oder wie auch immer Konferenzen machen kann. Es wurde doch schon längst nachgewiesen, dass Menschen viel entspannter sind, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Manche eben auch nicht, aber viele auch sehr wohl, weil sie ihre privaten Bedürfnisse und ihre Arbeitsbedürfnisse in Einklang bringen können und selbstbestimmt arbeiten können. Es gibt auch Berufsgruppen wie Lehrer oder so, die waren, wenn sie Familie hatten, doch etwas überspannt. Da heißt es aber, brauchen wir Klassen von 20 Kindern? Auf einmal sind Dinge
durch Corona auch denkbar geworden, weil es ist doch schon längst nachgewiesen, dass Kleinstgruppen von 8 bis 14 Kindern am idealsten lernen können. Naja, dann setzen wir es doch um. Das sind so Dinge, die einfach sein dürfen. Und manche sind vielleicht auch, da brauchen wir noch mehr Transportlösungen. Brauchen wir so einen Transport? Oder, also wir reiten ja, ehrlich gesagt, ein Modell, was 400 Jahre alt ist. Ne? Also die Anfänge vom Auto, die kann man zurückverfolgen auf Wikipedia, die sind schon ziemlich alt. Wie lange wollen wir denn einen Gaul reiten, der so einen Ressourcenverbrauch damit herbringt? Und sind andere Lösungen denkbar? Da, glaube ich, dürfen wir heute viel, viel stärker dran denken. Und es betrifft natürlich auch immer wieder Krise, ja, wie bekommen wir gute Mitarbeiter an die Stelle? Jede Krise birgt auch die Möglichkeit einer neuen Lösung. Das war eine große, lange Antwort. Wir hatten auch unter anderem über das Thema Digitalisierung gesprochen, die natürlich, und du hast das auch gerade schon gesagt, durch die Krise beschleunigt wurde. Also sowohl was eben Ämter angeht, Organisationen, natürlich auch Unternehmen oder eben auch in der Gesellschaft generell. Wie hat sich denn daraufhin der Arbeitsmarkt gewandelt und wie könnte er sich vielleicht auch noch in der Zukunft ändern? Ich glaube, der Arbeitsmarkt, also den es so als solches, als Markt ja gar nicht gibt. Er reagiert natürlich auch von Angebot und Nachfrage. Gerade die IT-Bereiche sind die, die auch im Moment stark suchen. Auf der anderen Seite erleben wir auch, dass sehr viele, die jahrelang im IT-Bereich im Programmieren oder so tätig waren, irgendwann die Nase voll haben und sagen, wir suchen eigentlich wieder etwas, wo wir mit den Händen arbeiten dürfen. Und wo wir mit Menschen arbeiten dürfen und wieder in der Verbindung sind. Ich glaube, für viele Dinge gibt es eine bestimmte Lebenszeit und auch eine bestimmte Begabung. Und es gibt auch Menschen, die haben mehr als eine Begabung. Und es ist die Frage, wie können wir eigentlich auch Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes viel stärker im Unternehmenskontext umsetzen? Also kann jeder seine Potenziale entfalten? Ich würde sagen, die Verkäuferin bei Kaisers Rewe oder sonst wo an der Kasse kann es beim 40-Stunden-Job nicht. Die ist müde danach. Der wird durch die Art der Arbeit schon eine Potenzialentfaltung von vornherein versagt. Wie können wir Arbeitsplätze heute gestalten, dass eben die Potenziale der Menschen viel stärker zum Ausdruck kommen und zur Wirksamkeit kommen? Das wäre auch ein wichtiger Beitrag, glaube ich, um den Fachkräftemangel halt auch zu besiegen. In dem Moment, wo ich nicht nur einseitig meinen menschlichen Körper benutzen kann oder muss, in dem Moment habe ich keinen Stress im Körper, ich kann also viel leichter arbeiten und auch in anderen Bereichen einsetzbar sein. Und ich glaube, es wird auch einige Berufe vielleicht auf kurz oder lang nicht mehr so geben. Davon ist auszugehen durch die Digitalisierung, aber das Leben ist ja im Prinzip im Wandel. Also es war auch schon immer so, dass sich eben Jobs ändern, Aufgaben ändern. Zum Thema Fachkräftemangel, ist das jetzt sozusagen nur eine bestimmte Personengruppe oder eben eine Hierarchiegruppe, wie zum Beispiel die Managementgruppe, oder ist das jede Position und auch in jeder Branche? Es gibt bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel die Werbung, die hat im Moment weniger so Fachkräftemangel wie in anderen Bereichen. Aber ansonsten, man kann ja durch die Jobbörsen durchgehen und schauen. Es betrifft fast alle und es betrifft neuerdings, glaube ich, auch Management-Ebenen oder das wird auch in der Fachpresse beschrieben. Wir haben etwas, das Menschen, das haben wir vielleicht auch in Zeiten der Pandemie erlebt, immer nach dem großen Staat gesucht wird, anstatt selbst zu machen, selber Verantwortung zu übernehmen. Und das erleben wir auch im Managementbereich, dass viele Menschen keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Ist vielleicht ja auch sinnvoll, wenn jeder ein Stück weit Verantwortung für das, was er tut, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, Menschen, die ihre Begabung einsetzen, machen weniger Fehler, sind schneller, sind effektiver, effizienter als Menschen, die das nicht können oder nicht dürfen im Arbeitskontext. Und dann kann man auch leichter Verantwortung oder Folgebewusstsein, ich benutze eigentlich eher lieber diesen Begriff Folgebewusstsein, das betrifft auch so die Gemeinwohlökonomie. Ne? Wo stehen wir heute und wenn ich das mache, welche Folgen wird es für mich oder andere haben? Das ist eigentlich das, was jetzt gebraucht wird. Wenn ich heute diese Wahl treffe, mich dafür entscheide, welche Auswirkungen wird es für die zukünftigen Generationen oder für mich selber haben? Und Verantwortung ist so ein großes
Wort, aber im Endeffekt steckt da auch drin, stellen wir die richtigen Fragen. Es sind ja im Prinzip gerade zwei gegensätzliche Trends zu beobachten. Einerseits haben wir kurzfristig steigende Arbeitslosigkeit und mittel- und langfristig aber zunehmenden Fachkräftemangel. Das sind ja irgendwie zwei Sachen, die sich im Prinzip ja an sich auch ein bisschen ausschließen. Was bedeutet das für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite? Wir brauchen ganz dringend eigentlich bei denen, die in der Kurzarbeit noch sind, und ich glaube, jeder Monat länger, der in der Kurzarbeit ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurück in die Arbeit kommen, eher unwahrscheinlich. Also hier, ich glaube, ein Bewusstwerdungsmodell oder ja, so ein Analysetool wie die Arbeits in Arepa oder Arbeits in Masterclass anzubieten und zu sagen, komm noch mal rein und werd mal klar, also du kannst noch länger zu Hause sitzen, du kannst aber auch jetzt schauen, zu was kannst du beitragen. Vielen fällt es auch schon schwer, mittlerweile in der Kurzarbeit zu sein. Die belastet das auch, wo Arbeitgeber zum Beispiel mit der Agentur für Arbeit, das Chancenteilhabegesetz bietet ja Bildungsmaßnahmen an, wo man Kurzarbeit nutzen kann, um zu sagen, okay, wir werden eventuell nicht mehr diese Arbeit aufmachen, aber jetzt über eine Bildungsmaßnahme einen neuen Job zu suchen, zu finden. Und es ist eine große Chance, wer unzufrieden am Arbeitsplatz ist, zu sagen, okay, ich kläre mich jetzt mal und gehe neue Wege. Wir haben jetzt gerade erst Anfragen drin gehabt, da gibt es im Allgäu Betriebsschließungen, Betriebsverlagerungen ins Ausland. Der hat gesagt, ich kann ja warten, bis ich in die Auffanggesellschaft komme. Und ich habe gesagt, wie wärst du, wenn du mal ganz schnell dich bewegst, weil es gibt genügend Arbeit. Es gibt genügend. Und wir haben, da kommen wir auch nochmal so zum Anfang zurück, durch die Jobbörsen und dieses Denken in Berufsabschlüssen fällt es Menschen sehr schwer, wirklich von einer Branche in die andere zu hopsen. In meinem Alter, schon älter, da gab es einfach mal den Ökonom oder den Betriebswirt, den Volkswirt, und der war in dem Immobilienbereich genauso einsetzbar wie im Einzel- oder im Großhandel oder wie auch immer. Bestimmte ökonomische Kennziffern sind einfach gut da. Heute haben sie einen Bildungsökonom, einen Gesundheitsökonom, einen Immobilienökonom und was sagt Kuckuck was. Und dort hinzuschauen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich meine innere Stimme? Und was mache ich intuitiv, und in diesem Bereich zu wechseln und zu gehen und mal erst diese Schritte nach unten zu begeben, und dann kommt erst das Berufsbild raus. Und dann kann man auch klären, braucht es überhaupt eine Fortbildung oder eine Umschulung oder braucht es einfach nur eine Klärung, und dann gehst los und machst und nochmal ein Durchputzen von alten Erfahrungen und zu sagen, okay, ich kann ja beitragen, ich kann auch beitragen, dass dieses Leben hier besser wird. Das heißt, kann man sagen, die Krise stellt damit auch eine Chance dar für langfristig denkende und proaktive Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Ja, eine einfache Antwort. Ja, es ist eine große Chance, diese Zeit zu nutzen. Es werden ja auch viele Mittel zur Verfügung gestellt. Man kann auch Erfahrungen aus der Wendezeit aufgreifen. Man kann Unternehmen kollektivieren, also sprich zum Beispiel das Restaurant oder die Kantine, in dem man sagt, viele Arbeitgeber, die zum Beispiel kein Betriebsessen haben, wir gründen zusammen, übernehmen das Restaurant an der Ecke und haben eine Kantine und können da auch zum Beispiel beitragen, gewisse Risiken einzuschränken. Und zeitgleich habe ich für meine Mitarbeitenden eine gute Mittagsversorgung. Wir können dazu übergehen, anstatt den schon zitierten Obstkorb doch zu sagen, okay, lassen wir doch hierher liefern. Und unsere Mitarbeiter müssen nicht erst nach Feierabend losrennen. Wir können Künstlerinnen und Künstler einladen, weil das ein Zugewinn für mein Unternehmen ist, wenn Menschen glücklich sind am Arbeitsplatz, und warum kann man Pausenzeiten oder Feierabend nicht anders gestalten oder Kunst als Methode benutzen. Also ich glaube, wir sind erst am Anfang daran zu denken, wie könnte eigentlich Arbeitswelt sich verändern. Wenn wir uns erlauben, mal jenseits, ich muss arbeiten gehen, denken, sondern wirklich zu denken, okay, was kann ich denn dazu beitragen?
Wenn wir zum Beispiel schauen, Musik und Singen, man kann zum Beispiel nicht Angst haben und singen, dann kann ich das als Instrument benutzen, um Stress am Arbeitsplatz vorzubeugen. Ich kann Arbeitsräume anders gestalten, so dass sie Inspirationen geben und kreativ sind. Ich kann Kunst als Methode, Körperarbeit, wir tun ja immer so, oder in der Vergangenheit wurde oft gedacht, dass ne, Emotionen am Arbeitsplatz und nicht gern gesehen sind, einfach Käse, weil sie sind da, sie sind nur ins Unterbewusste gedrückt und macht die Menschen krank. Wenn ich aber bewusst damit arbeite und Körperarbeit, Yoga etc. am Arbeitsplatz anbiete, dann eröffnen sich ganz große Chancen, für alle Bereiche viel mehr stärker zu kooperieren. Da gibt es ja auch schon seit über 10 Jahren Forschungen, dass Unternehmen Industrieplattformen werden und unten drunter, also junge Start-ups kommen, die vorhandene Infrastruktur nutzen, um ihre Produkte zu vermarkten. Ich glaube, das sind einfach Bewusstseinsstufen, die jetzt Ressourcen, die da sind, nutzen können und sie in die Transformation bringen und damit viel agiler werden als das, was wir heute da haben. Spannende Aussichten. Vielen Dank. Das Abenteuer arbeiten.